goldene Hochzeit im Whirlpool wird gefeiert, höchstwahrscheinlich, denn sie verbringen 365 Tage im Jahr im Whirlpool. Da ist auf der rechten Seite einmal aus Pachten die Inge. Grüß dich, Inge. Grüß dich, Sven. Alles klar. Ja, du bist junge, 70 Jahre jung. Ja, werde ich dieses Jahr. Ich werde mich leider von der 60 verabschieden müssen. Du siehst aber aus wie 49. Oh, danke für das Kompliment. Das macht der Whirlpool. Nur. So, du hast einen tollen Mann, muss man sagen. Man muss sagen, du bist 69 und seit 19 Jahren in Rente. Ja, seit 19 Jahren bin ich in Pension, nicht in Rente, in Pension. So, du warst europäischer Beamter? Beamter beim Europäischen Gerichtshof und vorher beim Ministerrat in Brüssel. So, und du hörst Hardrock-Musik, fährst Harley? Nein, nicht gerade, aber ich habe den Bart, weil ich zu faul bin, mich zu rasieren. Ja, habe ich übrigens auch so einen Bart, aber der ist ungefähr nur ein Zehntel so lang wie deiner? Der ist jetzt kurz, der ist erst kurz geschnitten worden. Ist das so ein Nebenjob, Weihnachten? Ja, das ist ein Nebenjob. Weihnachten um 7:45 in meinem Pool liegen. Ja, ist so. Ich zeig das mal. Ihr habt einen Whirlpool. Ja. Hersteller, was ist das? Das ist V&B, Willerau und Boch. Also der ist aus Porzellan, oder? Nein, der ist nicht aus Porzellan. Der ist hier aus, was ist das so? GFK oder was hat er? Ja, Acryl. Ne? Also fantastisch. So, ihr seid Hardcore-Whirlpooler, so kann man sagen. So kann man das sagen. 365 Tage im Jahr gehen wir immer in den Pool. Ja, es gibt ja viele Leute, die kaufen sich so ein Ding und gehen hier rein, so wie ich. Dafür habe ich den mir nicht gekauft. Ich will ja jeden Tag da reingehen. Ja. Ich habe für den Winter hier einen Katalytofen. Ja. Und dann machen wir eine halbe Stunde, bevor wir reingehen, machen wir den Ofen an. Dann ist der Dom geheizt und dann ist das fantastisch. Ja, du hast was ganz Besonderes. Du hast das, was sich keiner traut zu kaufen. Hier ist Thorsten Volz, komm mal her. Hallo. Aquasasa Louis, du hast mir erzählt, dass hier sind die härtesten Whirlpooler, die du je gesehen hast. Ja, und coole Socken vor allen Dingen sind es. Ob das minus 20 Grad sind, plus 50. Egal, die Familie Kreisel taucht. Okay, zeig das mal gerade. Du hast den in Dom verkauft oder war das dein Wunsch? Nein, den habe ich bei Aquasar habe ich das gesehen. Ich wusste das vorher gar nicht. Ja. Ich wollte eigentlich einen Swimmingpool ich in den Garten machen. Hier ist ein großer Garten, da sollte ein Swimmingpool rein. Okay. Und ein Freund hat zu mir gesagt, überleg dir das gut, ein Swimmingpool macht viel Arbeit. Stimmt. Und da habe ich gesagt, ich bin ja eine Wasserratte, was soll ich denn machen? Also dann hol dir doch einen Jacuzzi. Ja. Und dann habe ich die Reklame von Aquasar gehört und da habe ich zur Frau gesagt, da fahren wir hin. Wie alt ist das Ding jetzt? Das ist jetzt knapp 3 Jahre. 3 Jahre? Ja. So, ich habe gehört, die halten lang. Ja, also die halten bestimmt 20 Jahre. Hoffen wir. Ja. Hoffen wir das Beste. So, dann, du warst denn direkt beim Thorsten Volz, oder? Ja, wir waren direkt beim Herrn Volz, Der hat uns also sehr, sehr gut beraten, weil ich habe mir ja nicht nur einen Whirlpool und einen Dom, ich habe mir auch noch eine Sauna gekauft. Echt? Ja. Hast du einmal rundum? Rundum. Ja. Ne? Und dann ist der Herr Volz hier zu uns gekommen und da haben wir uns das alles angeguckt, wie wir das machen können. Und dann haben wir das realisiert. Ja. Sag mal, Inge, du bist auch, das war dir klar, dass einer kommt oder hat der Mann dich überrascht? Nein, er hat, wenn wir ganz ehrlich sind, darf ich es erzählen? Ja, ich erlaub's dir. Du erlaubst mir, gut. Wir haben in Wallerfangen eine Eigentumswohnung verkauft und haben dann einen Teil des Gelds angelegt und hatten dann noch ein bisschen auf der Reserve gelassen. Und plötzlich hat mein Mann getobt und mit den Zinsen ist ja klar, ne? Ja. Für 1,61 Euro Zinsen für 60.000 Euro. Und da hat er gesagt, nein, jetzt kriege ich meinen Whirlpool. Und dann? Ja, und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie und was und wo. Und dann sind wir Internet gestöbert, Aquasar gefallen, haben gesagt, guck mal hier, da kriegst du alles. Was vor der Haustür. Was dein Haus, was dein Herz begehrt. Jetzt ist ja hier, der Dom ist auch nicht ganz billig, aber der ist gut. Nee, der ist super. Gut, aber der ist zu klein. Der ist zu klein? Der ist zu klein. Wenn Sie jetzt mal gucken, wenn du guckst mal hier, wenn der Coverlifter offen steht, kann man nicht mehr rund gehen. Ich hätte mir besser den großen Dom, der 6 Meter Durchmesser ist, den hätte ich mir besser gekauft für diese Größe von dem Whirlpool. Also ich kann auch jedem nur empfehlen, wenn er sich so einen Dom kauft, den großen zu nehmen. Das heißt?
Das heißt, für kleine Whirlpools einen kleinen Dom? Die kleine Whirlpools hier, das ist ja ein 5-Personen-Whirlpool, da muss man schon den großen Dom haben. Enkelchen habt ihr? Bitte? Enkelchen habt ihr auch? Nee, das haben wir nicht geschafft. Kinder auch nicht? Ich habe 2 Töchter, die eine ist mit der Schule verheiratet und die andere mit dem Beruf. Okay, also ist ja nicht schlimm. Hätte ja sein können, dass sie da auch mit reinkommen und so weiter. Nö, aber die Patenkinder gehen mit rein. Ne? Also unter dem Motto, wir verprassen das Erbe unserer Kinder, hast du dir gegönnt genau, eine Sauna? Genau, ja, da habe ich das so gemacht. Ne? Da haben wir das Geld auf den Kopf geschlagen und haben gesagt, so, jetzt gönnen wir uns was. Und ich muss sagen, es war ja fantastisch. Wir waren ja am Anfang von der Corona 11 Wochen in Quarantäne. Ja. Wir durften 11 Wochen nicht raus, das Haus nicht verlassen. Jetzt lass mich raten, ihr habt euch geliebt, die ganze Tag. Nee, das nicht. Nein, aber Küsschen geben und auch ja, genau. Aber auch in den Pool gehen oder in die Sauna gehen und hier den Garten genießen. So, ihr habt ja wenigstens einen Garten gehabt. Die meisten, gab ja viele, ich sag mal, Etagenwohnungen, die waren ja voll angeschmiert. Ja, das war also schlimm für die Leute. Und für uns waren diese 11 Wochen auch schlimm. Die Kinder haben das Essen auf die Treppe gestellt. Also wir haben uns richtig, wie sagt man, isoliert. Keiner war da in diesem. Du bist ja in der Zielgruppe, oder? Bitte? Du bist ja in der Zielgruppe voll, oder? Ja. Okay. Ich zeig mal gerade, also du isst auch gerne, du kommst aus dem Rheinland, du bist, ich sag mal, gebürtiger Altenhofener. Jawohl, ganz genau. Bei Aachen. Bei Jülich, das hier, die Herzogstadt Jülich. Genau, da war ich unvorstellbar, wie klein die Welt ist. So, und dann, ihr habt euch beide in Jülich kennengelernt? Oder? Nein, wir sind verwandt. Damals ist sein Opa ausgewandert, war von meiner Oma, der Bruder, der ist ausgewandert ins Reich, hat man damals gesagt, nach Aachen. Und der Enkel ist zurückgekommen und wir haben uns gesehen und mein war immer, ich hatte nie einen festen Freund und dann hat sie immer gesagt, was willst denn du? Heißt er, mein Mann muss 1,80 mindestens groß sein, muss blond sein, damals war er blond. War ich 1,80, aber mittlerweile nur noch 1,75. Echt? Ja, man, im Alter wird man kleiner. Nochmal, du warst mal 1,80, du bist jetzt 1,82 war ich. Und ich bin jetzt nur noch 1,75. Ja, und dann? Ja, und dann kam er bei uns zu Besuch. Ich war Krankenschwester, war in Saarbrücken, hatte Nachtdienst. Und meine damalige Ordensschwester, meine Stationsschwester, die wollte unbedingt Schinken haben, weil meine Mama immer noch Schwein geschlacht hat und selbst Schinken und so gemacht hat. Ich hatte gar keine Lust, als ich gesagt habe, jetzt fahr doch endlich. Na gut, da bin ich dann gefahren, kam dann hier um die Ecke und dann stand da ein blauer VW Jühl D92. Mein Vater hat immer gemerkt, wenn ich gekommen bin, hat schon auf der Tür gestanden. Ein Käfer oder was noch? Nee, was wurde? 1500er Limousine. Karmann. Nee, nicht Karmann, das war die VW, die 1500er mit der Doppelvergasermaschine. Ach, der? Ja. Jetzt habe ich es. Nee. Okay. Ja. Wann war das? Was für ein Jahr? Das war 1972. Verraten, was war denn 72? Olympiade in München. In München. Olympiade in München war das. Und die WM 74, da haben wir, glaube ich, gewonnen? Ja, da haben wir gewonnen. Ja. 74. Die habe ich mit der Frau das Endspiel hier gefahren. Ja, da warst du wie alt? Warst du da? 21. So, da kam der da an mit seinem VW? Nee, der war dann drin und ich zum Papa, wer ist dann das da? Und dann hat der Papa gesagt, der Horst ist da. Aha, und ich sag, der. Da ich in Vergangenheit, in frühen Kinderjahren, eine schlechte Erinnerung an ihn hatte, er hat mich in meinem Hasenstall eingesperrt und ist abgehauen. Der Horst? Ja, der Horst. Die Drecksau. Dieser hat mich... 1969. Ja, habe ich sie eingesperrt. Warum? Sie hat mir die Kaninchen gezeigt und ist reingekrabbelt und ich habe die Tür zugemacht und weg war ich. Wie man das so macht, oder? Genau, haben sie eingesperrt. Ja, und dann hast du gesagt, der Horst kommt mir nicht hier rein. Und da habe ich gesagt, der Horst, naja, der. Und dann bin ich rein, naja, wo ist denn der Horst? Und dann hat er sich hinter der Tür versteckt, hat die Tür aufgemacht, hat gesagt, hier bin ich. Und doch was passiert? Da hat er gestanden, 1,80 groß, blond, blaue Augen. Haare damals? Normal. Oh, nee, da warst du beim Bund, ja, da hattest du nicht so lange. Nee, aber da waren noch welche da, oder wie? Da waren noch jede Menge da. Ist die Stirn ein bisschen höher geworden. Ja, aber dafür unten, oder? Ein bisschen. Ja, da unten ist es ein bisschen länger geworden. Aber ist das mit dem Bart, der juckt ja am Anfang. Kannst du dich noch daran erinnern? Nee, also ich habe den jetzt 50 Jahre. 50 Jahre? 50 Jahre. Meine Kinder kennen mich nicht ohne Bart.
Okay, aber nie abgeschnitten, komplett rasiert, nie. Offenes Feuer irgendwie mal gehabt? Ja, doch, hat mal ein paar Mal gefönkelt. Gefünkelt. So, und dann, er kam denn dann, wie ging es weiter? Ja, dann hat es bei ihm gefunkt, bei mir gefunkt und das war's. Und die Ordensschwester wart heute noch auf der Schinke. Ich bin natürlich dann nicht mehr an dem Tag zurückgefahren. Es gab ja damals kein Netflix, keine Mediathek. Was habt ihr gemacht? Was man so macht mit Kuscheln im Auto und über Land fahren. Was man halt so früher gemacht hat. Oh, nee, ihr seid demnächst 50 Jahre verheiratet? Ja. Streitet ihr oft? Seltener. Okay. Das heißt, ihr habt ein großes Haus, könnt euch so einen Weg gehen, wenn ihr mal... Ja, man wird ja auch langsam mit dem Alter wird man ja auch ein bisschen weiser, sagen ich immer. Du bist Saarländerin? Ich bin hier in Pachten geboren. Ich bin echt Pettermädchen. Pettermädchen, so. Petter Diekop. Ja, das Die gut. sind alle an der Linde getupt, gen früher. Was, Andi? An die Linde. Vor der alten Kirche hat früher eine Linde gestanden. Und daher haben die Petter Diekop, die der Karnevalsverein ja hecht, haben die ihren Namen. Die Kinder sind bei der Kindtauf all an die Linden getupft, damit sie sich durchsetzen in ihrem Leben. Und daher heschen die Petter Diekop. So, das war 1972. Die Heirat kam direkt, oder? 73. 72. 73, ja. So, das ist ja, du weißt, das längste Dauerschuldverhältnis der Welt. Du unterschreibst und... Ja, ich war auch gerne. Und jetzt im Nachhinein, wenn du ihn mal so beschreiben würdest, so eBay Kleinanzeigen, was würdest du beschreiben? Was ist gut? Was ist gut? Also, er ist sehr konsequent, er ist ehrlich, vom Lügen hält er nichts, kann er absolut nicht haben. Er ist pünktlich und was er sagt, gilt. Mein Gott, der wird ja sofort verkauft. Früher hat meine Kollegin immer gesagt, Das Gesetz bin ich, hat er immer zu seinen Kindern gesagt. Wenn die Kinder gesagt haben, das ist aber so und das ist so, dann hat er gesagt, hier bin ich das Gesetz. Das Gesetz bin ich. Sag mal, 50 Jahre, das Rezept für eine lange, gute Ehe? Das Rezept, sich immer die Wahrheit sagen. Ja. Nie hinterm Berg halten, ne? Und immer die Wahrheit sagen. Immer, oder? Immer die Wahrheit sagen. Du bist ja Rheinländer, du bist ja gut aufgehoben, glaube ich, im Saarland. Ich bin jetzt Saarländer, ich bin wahr Rheinländer, ich bin gebürtiger Rheinländer, aber ich bin jetzt Saarländer. 50 Jahre hier. Ja, ich bin seit 50 Jahren. Ich darf mal durchfilmen, da ist ein Carlsberg-Schild ist dran. Warum ich darauf eingehe, ist, man muss das ja verstehen, wenn jemand 365 Tage zusammen ist mit der gleichen Frau, dann war das die längste Zeit, wo ihr ununterbrochen zusammen wart während der Corona-Zeit? Ich war ja 14 Jahre im Ausland. Wo denn? Brüssel. Wo warst du? In Brüssel. In Brüssel. Und da bin ich ja nur alle 14 Tage nach Hause gekommen. Das muss man akzeptieren. Ja. Hat auch einen Vorteil für Sie? Das heißt, du hast deine Mädels, oder? Ja, ich habe meine Kinder gehabt, ich habe meinen Beruf gehabt. Daher war das alles okay. Hobbys außer Whirlpool? Außer Whirlpool, ja. Heute um 17:30 meine Herzgruppe, unsere Herzgruppe. Romy, oder was? Nein, Herzgruppe. Eine ambulante Herzgruppe für Herzpatienten. Was heißt das? Das heißt, wir bieten allen Patienten, die Herzinfarkt hatten oder Bypässe gesetzt können, gestentet sind, haben wir extra eine Gruppe, die wir mit Ärzten zusammen machen und einer speziellen Trainerin. Und dann gibt es Herzsportgymnastik. Wird vorher Blutdruck gemessen, Puls gemessen, Kontrolle. Die müssen ihre Geschichte mitbringen, also ihre Agenda von ihren Erkrankungen. Das liegt bei uns im Schrank, weil die Patienten, wenn irgendwas wäre, muss der Arzt ja wissen, um was es geht, dass ich die immer parat habe. Und ich bin halt für den medizinischen Teil zuständig und für das Amüsement. Wenn wir Weihnachtsfeiern, Sommerfest, jetzt demnächst bin ich am Plan, unser Sommerfest am 19. Juli von der Gruppe. Wie jetzt Corona war ja nichts gewesen, war ja alles ausgefallen. Aber wir hatten dann mit unserem Gastwirt, haben wir dann Weihnachtsfeier to go gemacht für unsere Patienten. To go? To go, ja. Wir haben ein Abendessen angeboten und haben dann für jeden Patienten dann noch eine Tasche gemacht mit Süßigkeiten, kleinen Stollen und so, was man so macht für Weihnachten. Und dann konnten die Mitglieder sich das kostenlos abholen. Boah, ihr seid ja echt. Ist ja oft so, ich sag mal, Leute drehen ja ab, wenn die in Pension gehen. Also die haben ja nichts mehr zu tun. Nein. Ich bin noch sehr engagiert bei der DLRG. Ich fahre gleich auch noch, um 17:30 fahre ich noch zum Hallenbad, weil ich bin noch ausgebildeter Schwimmtrainer. Echt?
Ja, und dann ausgebildeter Sanitäter. Ich darf auch im Testzentrum Abstriche machen. Habe ich morgen Abend, habe ich von 16 bis 18 Uhr hier im DLRG-Raum. Also Abstriche für was? Für Corona-Tests. Wir dürfen Schnelltests machen. Ach, du darfst Schnelltests machen? Wir dürfen die machen. Offizielle Schnelltests. Und dann mache ich das noch. Ich zeig dich mal gerade. Das sieht so ein bisschen aus, als ob deine Frau gut kocht. Oder bist du der Koch? Ich bin mehr der Koch. Was wird hier gereicht? Steak. Steak. Steak vom Fritt und Hausmannskost machen wir. Hausmannskost. Meinst du denn so, wenn ich die Braten vorbereite? Wenn man Braten welche? Schweinebraten, Rinderbraten, Rollbraten. Das volles ist Programm. So mein Metier. Ja, volles so. Programm. Und Klöße Kaninchen. Klöße auch mal? Nee, mit Klößen habe ich nicht so. Sondern nee. Was machst du bei? Lieber Salzkartoffeln oder Kartoffelpüree aber und Fritten, aber mit Klößen haben wir nicht so. Beide nicht so. Nee. Sag mal, hier dieses Thema Whirlpool, habt ihr das mal Probe gelegen vorher? Weil ihr geht ja wahrscheinlich oft auch mal ins Schwimmbad oder so vorher? Nee. Ja, klar, wenn man in den Ferien wohnt, im Urlaub oder so. Im Urlaub, da sind wir schwimmen gegangen. Ne? Aber man muss doch irgendwie darauf gekommen sein, dass ihr sagt, das ist so toll. Ja, ich wollte ja, wie ich eben schon gesagt hatte, ich wollte einen Swimmingpool. Ja. Aber dann hat ein Freund zu mir gesagt, überleg dir das. Das ist sehr viel Arbeit. Sehr viel Arbeit. Und darum dann habe ich gesagt, gut, dann gehen wir bei Aquasana, gucken wir uns das an. So, und dann muss ich sagen, der Herr Volz hat uns fantastisch beraten. Was war denn da so schwer? Der wollte wahrscheinlich das teuerste verkaufen, was es gab? Nein. Nein, er war nur erstaunt, wie wir gekommen sind. Und ich habe gesagt, ich hätte gerne eine Sauna und einen Whirlpool. Ja, da war er erstaunt. Und das war vor Corona? Ja, vor Corona. Da hast du aber Glück gehabt. Wurde alles teurer? Nee, genau. Ne? Und da sind wir in die Ausstellung gegangen und da hat der Herr Volz uns verschiedene Saunen gezeigt. Und da habe ich mir die da hinten ausgesucht und wie das fertig war, habe ich gesagt, so, und jetzt gehen wir zu den Pools. Und jetzt hat er, wie? Er hat gesagt, ich will jetzt auch noch einen Pool haben. Und da sind wir zu den Pools gegangen und da hat er uns beraten. Und da hat er uns hier für diesen Pool, den hat er uns empfohlen. Ne? Er hat gefragt, was macht ihr? Ja, wir gehen fast nur alleine rein, sagt er, aber nicht so klein und auch nicht so groß. Und bei mir war ja das Problem, wenn du hier rüber, der musste ja da durchgehen, durch diesen Durchgang. Ne? Ja gut, es gibt ja auch einen Kran. Ja, das war natürlich klar, aber das hatten wir ausgemessen, 2 Meter und 22 und da kamen wir mit dem Pool wunderbar hier durch. Okay. Und dann kam Aquasar und hat uns den hier aufgebaut. So, jetzt hast du hier vorne einen schönen Eingang, der war dabei? Ja, das war alles dabei. Ich habe gesagt, ich kann ja nicht klettern, also Treppe muss ich schon haben. Ne? Also so mal so aus dem Stand reinspringen geht nicht. Nee, die Zeiten sind tot. So. Ich zeige mal gerade, da sind so Aquapacks mit drin. Das heißt, ihr habt da richtig Spaß. Ist das Ding, hat das genug Feuer für euch? Für mich ist es so angenehm, aber die stramme Tour, das ist nicht meins. Nee. Die stramme Tour? Ich zeige es dir. Ich sag mal, das hier ist hier jetzt Streicheln für meine Frau. Und das jetzt ist ja mein Mann. Und das ist Massieren. Da geht die Post ab. Und mein Platz ist der hier vorne. Da sind oxidierende Düsen, die den ganzen Rücken massieren. Ne? Also das ist fantastisch. Man kann die sogar tauschen. Es gibt da verschiedene Anwendungen. Ja, man kann sie auch groß stellen, klein stellen. Und was ich jetzt speziell gemacht habe, weil ich ja 365 Tage im Jahr reingehe, habe ich hier von der diese Duschgriffe an den Seiten festgemacht, damit man die Arme schön auflegen kann. Du Fuchs? Ja, ich zeig dir das. Warte mal. Ich mach mal. Zeig dir das. So, das heißt, du gehst da hoch, der Einstieg ist bequem? Ja. Pass auf. Das ist wie im Stadtbus. Ist das cool. Immer schön festhalten. Ja. Nein, hast du schon mal gelegt in den Pool? Ja. Deswegen sage ich ja, immer festhalten. Ne? Und dann gehe ich hier rein. Und dann legen die Arme ganz bequem und so kann man eine Stunde aushalten. Locker. Mein Rekord sind 3 Stunden hier drin. Brauchst du ja irgendwie Fernsehen dabei? Nee. Nö. Doch, den Fehler, den ich gemacht habe, ich hätte diese Stereoanlage dabei machen sollen. Die gibt es ja auch. Ja. Und wir haben jetzt hier so ein Radio dahingestellt. Okay. Ne? Sender ist doch langweilig. SR3. SR3. Nur. SR3 Saarland. SR3-Fans, ja. Das ist gut. Das heißt, die bunten Funkminuten, richtig? Ja. Hier ist SR3. Ist geiler Sender, oder? Ja, natürlich.
Friemel, gell? Michael Friemel ist viel. Ja, der macht auch Wetter, gell? Der Friemel. Ja. Und ja, so kann man das aushalten, ne? Stundenlang. Jetzt ist 17 Uhr, jetzt kommen die Nachrichten, die langen. Genau, die sind ja genau gerade dran. Wenn man was liebt, das mach nochmal aus, weil sonst krieg ich Ärger mit der GEMA. Ne, war gerade die Nachricht. Ne? Also es hat einen Grund, warum ein paar hunderttausend Leute SR3 hören. Das ist ganz gut. Und dann, das heißt, du kannst die Massage anmachen, das oszilliert. Ja. Ist das gut für den Rücken? Das ist fantastisch für den Rücken, das ist Massage für den Rücken. Ja. Und hier haben wir den haben wir uns auch noch dabei geholt. Der war nämlich nicht im Original dabei. Mach mal bitte ein bisschen. Achso, du kannst das nachrüsten. Ja. Ja, die kannst du austauschen. Die kann ich austauschen. Die überall hinsetzen. Hier ist der Platz von meiner Frau und das ist mein Platz. Und du darfst mal rein. Ich halte mal die Kamera auf deinen Mann. Dann, okay. Dann filme ich dich mal nicht beim Einsteigen. Denn du weißt ja, Frauen filmen beim Essen und beim Einsteigen. Das ja! Das macht man nicht. Nee. Sag mal, ist toll, oder? Wunderbar, ja. Wunderbar. Also, hätte ich nicht gedacht. Ja, ich muss dazu sagen, euer... Unterschied, Massage und Streicheln. Jetzt ist Streicheln dran. Sag mal, wenn deine Frau einsteigt und du einsteigst, steigt der Wasserstand ein bisschen? Ja, ein bisschen, aber nicht viel. Nicht viel. Nicht viel. Nee, was geht hier rein am Wasser? 1750 Liter. Also 1,7 Kubik. So, das ist meins. Nackenmassage. Ja. Warte, ich komme mal gerade darum, dass ich das mal zeige. Also hier ist wieder Roy Boch. Ja. Display war schon mal irgendwas kaputt an dem Ding? Nein, nee. Noch nichts. Noch nichts. Ich muss auch sagen, wir hatten mal ein Problem. Ich habe einen Anruf an den Aquasar gemacht. Mir wurde sofort geholfen. Ich habe den Fehler gemacht. Wir haben ja auch selber Wasserwechsel gemacht. Ja. Ich habe eine Pumpe für abzupumpen ja. Und habe dann nachher, wo das sauber war, den Schlauch einfach reingelegt. Vergessen, dass man den Schlauch in die Filteranlage reinlegt, damit erstmal diese Hohlräume. Ja. Und das habe ich nicht gemacht. Und dann hat der die Pumpe nicht funktioniert. Ach so, die konnte nicht ansaugen. Die Luft. Und da habe ich angerufen. Luft im Getriebe, wie man so schön sagt. Der Techniker hat mir sofort gesagt, das und das der ist Herr das. Herr Lorenz, aufgemacht und sofort funktionierte der Pool. Jetzt mal, du liegst da bis zu 3 Stunden, richtig? Ja. Bis die Schwimmer heute kommen. Und du? Ich liege hier maximal 20 bis 25 Minuten und dann wandere ich dann um. Dann wandert sie da auf die Liege. Liege. So, jetzt mal eine Frage. Das ist ja... Ist ja im Winter besonders schön. Du gehst hier rein. Das ist fantastisch, wenn der Schnee fällt. Ja. Oder wenn es regnet. Wenn es richtig regnet, dann platscht das, ne, auf dem Dach. Ne? Und das haben wir reinbauen lassen. Das ist nämlich, wenn die Sonne richtig knallt, dann tut einem die Augen weh. Wir haben es versucht mit so einem Schirm zu helfen. Aber das geht nicht. Das geht nicht. Und der Schirm, der geht nur, wenn dann der Wind geht, haut der mir immer auf den Dom. Ihr habt das Ding jetzt seit 4 Jahren, richtig? Drei. Seit 3 Jahren. Also 3x3 sind 9, also rund 1000 Mal wart ihr schon mindestens hier drin. Ja, ich war drin. Ne? Wenn ich in den 3 Jahren 20 Mal nicht drin war oder 20 Tage, dann war es viel. Da ging es ja nicht gut, oder? Nee, dann hatte ich irgendwas anderes, dass ich andere Termine habe, wie ich ja gesagt habe. Ich bin auch noch sozial engagiert. Und dann hat Ehrenamt, sowas. Ehrenamt, ja. Wir sind beide noch an der Tafel tätig. An der Tafel, an Dillinger Tafel. Ist da noch was da? Ist da noch was da an der Tafel? Genug zum Verrat? Also Gemüse und so, ja, aber an Lebensmitteln ist es sehr mau. Ist da viel los im Moment? Wir sind so viel los, dass wir die Kunden teilen müssen. Dass sie jetzt nur noch normal kamen, die alle 8 Tage, so bis 220, 230. Aber das haben wir nicht mehr geschafft, weil wir nicht genug Ware hatten für die Anzahl von Kunden. Und dann haben wir das jetzt gesplittet. Jetzt kommen nur noch im 14-Tage-Rhythmus. Also alle 14 Tage. Es wird euch nicht langweilig? Nee. Ich bin von Anfang an dabei, seit 15 Jahren. 2007 ist die Tafel aufgemacht und seit der Zeit sind wir dabei. Bist du so eine Süße oder Herzhafte? Ich bin eher herzhaft. Herzhaft. Was ist so Lieblingskuchen bei dir? Lieblingskuchen ist Käsekuchen. Käsekuchen und Erdbeerkuchen. Das ist mein Lieblingskuchen. Und Sahne, Käse, Sahne? Auch noch. Ja. Selbstgemacht oder aus dem Globus? Nee, am liebsten selbstgemacht bei Freundin auf der anderen Seite. Die backt hervorragend. Vorname von dir? Beate. Beate. Das kocht. Und für mich, ich krieg zweimal im Jahr, kriege ich von ihr speziell eine Schwarzwälder Kirschtorte gemacht. Zweimal im Jahr? Zweimal im Jahr, speziell für mich. Für mich. Die macht es speziell nur für mich. Ja. Sag mal,
Carlsberg Urpilz ist ja hinten drauf. So im Whirlpool sitzen, mal ein Gläschen Sekt. Macht ihr das schon mal? Nee, Inge, ich mach das ja. Aber ich bin normalerweise ein Whisky-Cola-Trinker. Ein Whisky-Cola? Ja, Whisky-Cola. Und das hält jung? Und das hält jung. Okay. Ja. Ist gut für die Gefäße. Ist gut für die Gefäße, ne? Du bist ja Krankenschwester. Ja. Das heißt, er hat ja alles von dir. Das heißt, du kannst, du kannst ihn pflegen später mal. Wenn er irgendwann mal nicht mehr in Whirlpool kommt, kriegt er einen Lift, dass er runterkommt, oder? Dann kriegt er einen Lift dafür noch rein. Genau so ist es. Aber ist das Wahnsinn? Ich sag mal, ihr macht ja nicht den Eindruck, 70, da hat man ja früher gesagt, das sind alte Leute. Was, nee, das sind wir nicht. Was ist für dich alte Leute? Für mich sind alte Leute, die nicht mehr selbstständig sich versorgen können, die gebrechlich sind, die auf andere Leute angewiesen sind. Das sind für mich alte Leute. Mhm. Weil ich habe jetzt zum Beispiel wegen euch, muss ich sagen, ja. Meine Patentante wird heute 87. 87? 87, ja. Da wäre ich eigentlich heute Mittag gewesen, aber ich habe gesagt, Tante, Godi, es tut mir leid, ein Fernsehkind. Ui. Da hast du Pech. Und dann hat sie geweint. Wird sie jetzt am Sonntag eingeladen zum Mittagessen? Wir haben sie gratuliert per Telefon. Ist sie noch fit? Ja, sie fährt auch noch Auto. Die fährt Auto? Ja, die fährt okay. Auto. Fährt dann noch gut, muss ich sagen. Was für ein Auto fährt sie? Ein kleinen Twingo. Ja, Twingo. Klein Twingo. 87. Ja. Okay. Und meine Cousine, die versorgt sie mit, wir versorgen sie soweit, aber das meiste macht meine Cousine. Also nochmal mit der Verwandtschaft, ihr seid ja über ein paar Ecken verwandt, das ist jetzt nicht Bruder und Schwester. Nee. Ich wollte das nur mal klarstellen, nicht, dass ihr das ganz macht. Großcousin, ne? Großcousin, Großcousin und Großneffe. Ja. Okay, das heißt, die Kinder werden nicht grün von euch, sondern alles in Ordnung. Nee, meine Kinder sind topfit. Sein Vater hatte doch Probleme mit. Ja, muss ich ehrlich sagen. Er hat gemeint, dass wir wären nah zusammen. Ja. Und er hat gesagt, wir sind ein 25% ist das nur. Ja. Also, und ich habe zwei hochintelligente Kinder. Ich muss sagen, dass er am Dorf ist, das ist ja gar nichts, oder? 25%. Ja, da sind die ab und zu mal, Kirmes war ja dazu da, dass die sich ein bisschen durchmischt haben, oder? Ja, genau. So, ja, so. Also, ich bin total begeistert. Sag mal, wie bist du nochmal nach Pachten gekommen? Ich war bei der Bundeswehr und hatte 14 Tage Dienst und dann habe ich 10 Tage dann dort freigekriegt. Ja. Und da habe ich gesagt, ich fahre dann bei die Tante, bei ihrer Mutter, Tante Angelika. Ja. Und da bin ich dann hierher gekommen und da bin ich hängen geblieben. Bist du hängen geblieben? Ich zeig mal gerade, ihr beide liebt euch, das sieht man daran, dass ihr füßelt miteinander. Nee, das ist. Das hat mit Liebe nichts zu tun, sondern ganz einfach, weil ich leichter bin. Ich brauche ihn als Bremse, so ein Schwäbisch. Achso, sonst hebst du ab, oder wie? Ja, genau. Ich habe schon gedacht, du bist ein Leichtgewicht, oder? Ja, Sven, genau so. Ein Leichtgewicht. Aber. Nee, ich finde euch spitze. Also bleibt so, wie ihr seid. Da wollen wir auch. Komm, wir machen noch ein bisschen Werbung. Das heißt, ihr würdet den Whirlpool bei ihm nochmal kaufen? Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sag mal, als die Stromkosten so explodiert sind, der frisst ja ein bisschen Strom, oder? Wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Also ist der umsonst, quasi? Quasi, ja. Fast umsonst. Fast umsonst. Muss dann. Ich brauche ja den Reiniger. Ne? Der kriegt ja einmal in der Woche, kriegt der ja hier von. Moment, das. Hier. Aquafinesse. Aquafinesse, ja. Der Bio-Reiniger. Kriegt der jeden Montag, kriegt der die. Ja. Ne? Und der Rest geht von allein. Nee. Und dann kriegt der alle 5 Tage kriegt der 2 Schippen mit Chlor. Mit Chlor. Das haben wir uns ausgedacht, wie wir das am besten vertragen kann. Weil der Lorenz hat gesagt, nach jedem Besuch, aber da wir den ja jeden Tag nutzen, kannst du den jeden Tag Chlor machen. Das hält dir die Haut nicht aus. Dann haben wir uns gesagt, im Lauf der Zeit haben wir das dann rausgekriegt. Das ist unkompliziert. Also das ist sehr unkompliziert. Also sehr unkompliziert. Und das Wasser wechseln wie oft? Zweimal im Jahr. Ist das da, wo im Frühjahr und im Herbst. Ist das da, wo die Torte kommt? Ja! Genau. Ich habe Anfang April habe ich Geburtstag und dann wird das Wasser gewechselt. Du bist Sternzeichen? Wieder. Und du? Skorpion. Den Stachel immer in Halbachtstellung. Krankenschwester. Sag mal, du hast ja wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch, ich sag mal, nicht so schöne Sachen erlebt, mit Patienten und so weiter. Euch geht's auch richtig gut, oder? Euch beiden. Ich sag mal, mein Mann sagt immer, wir haben es uns verdient. Ja.
Wir ernten jetzt unsere Saat. Ich hatte auch eine gute Mutter, muss ich auch sagen. Die war Corona-Opfer Nummer 8. Sie hätte 4 Wochen später ihren 90. Geburtstag gefeiert. Ja, das hat so Leute. Vorname von ihr? Angelika. Die Angelika. Und das hatten wir auch geplant, aber dann kam Corona. Und dann hat uns das Corona... Schock, oder? War stramm. Und die war fit auch? Körperlich war sie wrack, aber geistig war sie fit. Ich habe meine Mutter insgesamt 18 Jahre gepflegt. Okay. Das ist aber auch eine Leistung, finde ich, oder? Ja. Aber mein Mann hat gesagt, sie hat es sich verdient. Sie hat damals auf unsere Kinder aufgepasst. Ich konnte weiter arbeiten gehen. Und wie gesagt, und heute ernte man das, was man gesät hat. Ja. Schön gemacht. Ja. Ihr habt ein kleines Häuschen. Was heißt klein? Ordentlich? Geht. Drei Stock, ne? Okay. Also ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. Auf Rädern. Das war für die Oma. Ist das gebaut worden, ne? Behindertengerecht. Ich habe auch zwei Lifte im Haus. Mhm. Für uns, wir werden ja auch mal älter. Vielleicht brauchen wir es selber. Wir haben dann noch 2,5 Jahre die Schwiegermutter, die Mutter vom Horst gepflegt. Das auch noch? Ja. Zwei das Stück ist also, ich sag mal, wer das nicht weiß, wie viel Arbeit das ist, das ist unvorstellbar, oder? Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist mehr Arbeit wie kleine Kinder, oder? Das ist wahr. Ein kleines Kind, das kann schon mal ablegen, aber die Erwachsenen, also die sind schon sehr fordernd auch manchmal, ne? Ja, schlimm ist, wenn sie einfach sofort gehen, weil die haben ja auch ihren eigenen Kopf. Und dann, meine Mutter habe ich dann auch schon mal gefunden, die war dann gefallen, weil sie allein auf Toilette wollte, weil ich direkt nicht greifbar war. Schon hat sie daneben gelegen, ne, oder so. Wir machen hier einen Werbefilm, also für Whirlpools, auch wenn wir ein bisschen abgeschweift sind. Es geht ja darum, die Charaktere mal zu zeigen. Das sind keine Multimillionäre, sondern das sind Leute, die sich was Gutes gönnen. Ja. Ob ich jetzt in Urlaub fahre, jedes Jahr. Oder aber ich mache hier meinen Urlaub zu Hause. Ja, jeden Tag. Das ist jeden Tag, ne? Das ist jeden Tag Erholung. Sag mal, wann stehst du morgens auf? Um 17:45. 17:45. 17:45. Ja, wir fahren auch noch behinderte Kinder. Das auch noch? Ja. Wir gehen nicht ruhen. Wir können nicht ruhen. Aber ich glaube, das hält auch fit, oder? Wenn man Aufgaben hält fit. Ja. Vor allen Dingen, das hält fit, mit den Kindern zu kommunizieren. Und die freuen sich dann auch schon, wenn du kommst. Ich habe ein behindertes Kind, das war ich als Einzelfahrt. Das sagt immer, hallo Omi. Oh. Oder kribbelt man immer mit dem Kopf. Ja. Das ist doch schön. Goldig. Sag mal, die Sauna, da geht ihr auch jeden Tag rein? Oder? Nee, leider nicht so selten. Und die nutzt man eher selten. What's aber dafür benutzt mein Schwiegersohn sie jeden Tag. Der ist der Matthias, den habe ich nämlich zu Aquasar geschickt. Ja. Und habe ich gesagt, jetzt gehst du dich bei Aquasar, gehst du dir eine Sauna kaufen. Okay. Und da hat er sich genau die gleiche Sauna, hat er sich bei Herrn Volz gekauft. Der wohnt hier um die Ecke, oder? Der wohnt 200 Meter von hier weg. Ja. Ne? Ja, aber der hat sich extra ein Saunazimmer eingerichtet und es geht jeden Tag in die Sauna mit seiner Frau. Das hier, wir müssen noch den deutschen Marketingpreis kriegen, oder? Das ist so, wenn man diese Vita hört, was diese beiden Menschen in ihrem Alter alles noch so machen. Ja. Guck mal, Photovoltaik, das Wasser für den Pool, das machst du selber. Nein. Das ist Regenwasser für zu netzen. Ne? Okay, alles klar, aber das heißt, das nimmst du nicht aus dem... Nein. Hier ist noch ganz normales Leitungswasser ist hier drin. Ist das hart bei euch, das Leitungswasser? Nee, wir haben normal. Ne? Ich glaub, wir haben weiches Wasser. Weiches Wasser, ja. Ich hatte gerade 28. Auch das gilt es zu beachten, oder? Ja, natürlich. Wenn man dann die Erstbefüllung macht, muss man dann entsprechend ein kleines Mittel reinmachen gegen Kalk. Aber ich glaube, hier in Dillingen sind wir irgendwie bei 18 deutsche Härte. Wenn wir Wasserwechsel machen, dann machen wir eine Stoßkalkung. Ne? Okay. Und das mitten da kriegt dann das Feeling dafür, dass den Geruch kommt vom Chlor. Ne? Weil wir gehen ja mit dem Kopf nicht unter Wasser, das machen wir ja nicht. Okay. Aber wenn die Dämpfe steigen ja hoch und vor allen Dingen, wenn der Dom zu ist im Winter, dann merkt man es an den Augen, wenn zu viel Chlor drin ist. Ne? Und da wir ja fast immer nur alleine reingehen und es ist hier, bedarf kein Pipi reingemacht werden. Echt nicht? Nein! Das gibt's aber Haue. Kein Pipi Haue. Im Pool? Nein, nichts. Das sieht doch keiner. Nein. Wir haben da eine Toilette und dann gehen wir rein. Und wenn wir rausgehen, gehen wir nochmal rein. Dann duschen. Wir gehen nach dem Pool, wenn wir das fertig sind, gehen wir duschen. Ihr geht danach duschen? Ah ja, natürlich. Das heißt, ihr reinigt euch richtig und... Ja, ja.
Okay, nee, es war Spaß. Natürlich macht er hier kein Pipi rein. Nee. Das ist, nee. Ja? Okay, lasse. Und ihr seht, oder du siehst ja hier, wie klar das Wasser ist. Ja, man kann durchgucken. Ja. Das ist der. Ja. Was ich noch nicht so ganz kapiert habe, ist, wenn man so nach 3 Stunden hier rauskommt, ja. Dann ist die Haut. Ist die Haut. Ist aber das ist für eine halbe Stunde. Dann ist das, ich bin immer gern im Wasser. Ja. Und dann hier jetzt im Sommer machen wir 35 Grad. Ja. Und im Winter machen wir 37 Grad. Okay, 35. Ist das angenehm, 35? Nein, ist sehr angenehm. Okay. Also ich würde jedem empfehlen, die Sommermonate hier so, diese Temperatur 35 Grad. Ich hab 32, habe ich mir gemacht, aber dann kann man nicht so lange. Das ist zu kalt. Zu kalt. Das ist zu kalt. Also unter 35 Grad ist es zu kalt. Ja, das ist so. Weil man bewegt sich ja nicht. Wir leben ja eigentlich. Man muss ja auch sagen, der Horst ist nach seinem Herzinfarkt, ist er ein Warm. Der Horst hat auch schon einen Herzinfarkt gehabt. Ja, in der Karibik. Ja. In der Karibik? In der Karibik. Da waren wir auf der Domrep. Ihr wart auf Domrep? Am dritten Tag hat er einen Herzinfarkt gekriegt. Und da war der Urlaub zu Ende, oder? Nein. Nee, da durfte gar nicht hinfliegen. Zum Glück haben wir im Herbst immer 3 Wochen gemacht auf der Domrep und dann 8 Tage im Krankenhaus, haben sie ihn wieder einigermaßen hingekriegt. Was haben sie gemacht? Stent, oder? Nee, die gar nichts, nur mit Infusionen. Infusionen, damit das weggeht. War da irgendwas, ist irgendwas geblieben von dem Herzinfarkt? Ja. Ich habe die Beschwerden, ne? Ich nehme 16 Tabletten am Tag. 16? Ja. Ich fange schon mit 6 Tabletten zum Frühstück an. Und wann war das, Herzinfarkt? 1997. 97, also vor ewig. Vor ewig. Und danach Sport hast du? Ja, ich habe diese ambulante Herzgruppe habe ich mit Freunden gegründet. Okay, verstehe. Ist das so eine Art? 2007. Ist das so eine Selbsthilfegruppe, kann man das sagen? Oder? Ja. Geleitete Selbsthilfegruppe. Okay. Mit ärztlicher Betreuung. Ja. Wow, ich finde euch so super. Ich muss leider Schluss machen, weil ich guck mal gerade drauf. Wir haben jetzt knapp, also 36 Minuten eure Story. Ich kann euch nur sagen, kauft euch einen Whirlpool bei Aquasar, damit die Werbung auch reinkommt. Der Herr Polz ist also kompetent. Bist du auf Provision eigentlich? Nee, gar nicht. Ich bin überwältigt. Du hast keine Provision. Das heißt, es spielt keine Rolle, wie viel du verkaufst. Du machst das aus Leidenschaft. Ich mache das aus Leidenschaft. Okay, vollkommen selbstlos. Natürlich. Okay. Also so ein bisschen was kriege ich schon. Ja. Okay, Aquasar ist ein Salui, Holzendorfer Straße. Ja. Seid ihr da lieb begrüßt worden oder war das so hier, ihr könnt euch ja kein Whirlpool leisten? Nein, gar nicht. Ist das schon mal so? Der Herr Volz ist auf uns zukommen und gesagt, was kann ich für Sie tun? Also wir sind also fantastisch bedient worden, auch beraten worden, nicht irgendwie, dass er unbedingt mit aller Gewalt irgendwas verkaufen wollte. Nee, der hat sich, und dann sind sich gesagt hat, ist ja dann hierher gekommen, hat sich das alles angeguckt, ja, das können wir so, können wir das machen, und dann habe ich gesagt, gut, dann kaufen wir das. Krass. Das erste Mal, dass einer sich positiv über dich äußert, muss ich sagen. Ja, mir fehlen die Worte. Den ich kenne. Mir fehlen die Worte, ja. Er wollte uns nichts, dass er unbedingt mit aller Gewalt was verkaufen wollte. Nee, wir sind also 100% beraten worden. So, das ist deine Ecke hier. So, ich verlasse jetzt. Ach so, ist ja Feierabend. Ja, genau. Ist Feierabend. So, ich mache Schluss, ich mache gerade Abmoderation. Um halb sechs meine Herzgruppe auf mich. So. Und die Tafel irgendwann mal. So, Morgen. Ich zeig's mal gerade. Wir haben heute den 19. Bleib mal ganz kurz da, Inge. Eine Sache, genau so ist gut. 19. Mai 2022. Wir sind in Pachten. Das ist Dillingen, oder? Ja, ist das hier? Dillingen-Pachten. Weil ich habe es zunächst nicht gefunden. Und ich sage jetzt mal nicht die Straße und die Hausnummer, aber ich denke. Straße 25. Ja, ich bin bekannt wie ein bunter Hund. Bekannt wie ein bunter Hund. Du wirst noch ein bisschen bekannter. Ich befürchte sogar bundesweit. Ja, das ist so. Ich bedanke mich herzlich bei dir. Ich komme da einmal bei dir rum. So, vielen Dank, Inge. Ja, gerne. So, und vielen Dank. Du bist so klasse. Man müsste dich wirklich in irgendwie 3D lasern. Danke. Das war ein Kompliment. So, Aquasar Salui. Ja, und dann kauft hier Aquafinesse. Ist auch ganz gut. Ja. Tschüss. Ja, ciao.